Hallo, meine lieben Freunde, hier bin ich schon wieder mal, euer Uwe mit einem neuen Update natürlich aus Bayer Hiebe. Aber wie ihr seht, rasiert, geduscht, alles frisch. Selbst meine Wohnung riecht frisch geputzt, denn heute war mal Putztag heute früh. Also da bin ich noch ein bisschen verschwitzt und aber es muss ja auch sein. Also ich habe hier keine Putzfrau, das muss der Uwe selber machen. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man also in der Wohnung rumläuft und hat dann irgendwann schwarze Fußsohlen, dann wird es dann schon Zeit, dass man dann mal durch die Wohnung putzt. Ich habe ja hier Fliesenboden und das ist ja nicht so schön wie bei euch, dass du da mit dem Staubsauger durchgehst oder so einen kleinen Roboter-Staubsauger hast, der alleine fährt. Nein, hier muss man natürlich erstmal fegen und dann mit einem Swappe, einem Wischmopp, dann mit Wasser schön kräftig hier dann durchwischen. Also das ist dann schon ein bisschen Arbeit, aber das mache ich dann natürlich auch, denn ja, allein ist der Mann und dann muss man das natürlich schon können und auch machen. Ne? Jetzt werden die Tage, wird dann nochmal Wäsche gewaschen und dann bin ich hier wieder komplett erstmal für die nächsten Tage wieder up to date. So, up to date, das ist das gute Stichwort. Was ist los hier in der Dominikanischen Republik? Ihr habt ja gehört, dass da diskutiert wurde, die Ausgangssperre dann nochmal zu verlängern für 25 Tage. Also die Regierung hat heute einen Beschluss gefasst, es wird verlängert, ja, aber nur für 17 Tage. Also die Ausgangssperre ist verlängert bis zum 17. Mai. Also wir haben dann nochmal 17 Tage mehr und ja, das müssen wir halt so hinnehmen, wie es dann ist. Da können wir dann sehr schwer im Grunde genommen dagegen was tun. So. Ansonsten, wie sieht es aus mit unseren Zahlen, unseren Corona-Zahlen? Wir haben rückläufige Zahlen. So steht es zumindest in den Berichten. Ich muss jetzt mal kurz spieken auf meinen Zettel. Wir haben also 2.393 Fälle immer noch und 282 Tote. Aber wie gesagt wird, ist die Zahl der Corona-Fälle rückläufig. Wollen wir es hoffen, denn es ist ja so einiges vorgefallen, jetzt gerade am Wochenende, am Sonntag. Da ist ja so ein Prophet, Prediger, wie man hier so sagt. Man ist ja hier in der Dominikanischen Republik sehr gläubig und wir sind ja auch alle Kirchen vertreten. Da ist also ein Prophet durchs Land gezogen mit einem großen Holzkreuz und der ist oben in Puerto Plata durch die Stadt gezogen und wollte das Kreuz da irgendwo im Meer aufstellen. Und ihm sind Hunderte, ja, wenn nicht sogar Tausende, also wenn ich die Bilder mir anschaue, die ja auch im Hintergrund laufen, Leute gefolgt und haben natürlich dieses Kreuz angefasst, denn er hat prophezeit, wenn man das also anfasst, dann wird man von Corona geheilt und er heilt im Grunde genommen die Welt und das ganze Land in den nächsten 2 Tagen. So. Deswegen sind diese Leute alle gefolgt. Und das war natürlich ein Riesenchaos. Und man sieht auch Polizei dabei, man sieht auch einen Lautsprecherwagen dabei, den hat zum Beispiel der Bürgermeister von Puerto Plata zur Verfügung gestellt, um dann da Kirchenmusik zu publizieren. Und auf dem Wagen ist also noch sein Wahlplakat zu sehen, im Grunde genommen. Die Wahl war ja letzten Monat, ja. Nichtsdestotrotz wurde das natürlich sehr, sehr, sehr schräg aufgefasst, klar vom ganzen Land. Man hat dann in allen Medien darüber berichtet und siehe da, heute wurde Puerto Plata komplett hermetisch abgeriegelt für die nächsten 7 Tage. Das heißt also, die Stadt ist momentan zu, von vorne bis hinten. Nichts mehr raus, nichts mehr rein, weil man natürlich sagt, okay, in Puerto Plata, diesem Propheten, sind so viele Leute gefolgt, die natürlich Corona hatten und die gehofft haben, dass sie jetzt geheilt werden, dass man da eine große Gefahr sieht, dass von Puerto Plata aus eine neue Corona-Welle stattfindet. Also aus diesem Grund hat man die Stadt im Grunde genommen heute komplett hermetisch von dem Rest der Insel abgeschottet. So, also da habe ich auch Bilder gesehen, Polizei, Militär, steht also alles querbeet auf den Straßen und keiner kommt mehr vor und zurück. Ja, so sieht das aus. Und das ist ja das, was ich immer sage, wenn ich hier über die Dominikanische Republik erzähle und jeder sagt, ja, der Uwe, jetzt erzählt er wieder Geschichten. Das ist nun mal so. Die Dominikaner sind Volk, was du sehr, sehr, sehr
schnell und leicht beeinflussen kannst. Und gerade was die Kirche angeht, da sind sie sehr offen für alles. Ja? Und es ist nun mal so. Ich werde mich jetzt aber nicht weiter über Kirche oder Politik hier auslassen. Das ist nicht im Grunde genommen der Kanal und auch nicht mein Thema, was ich also hier jetzt auf meinem YouTube-Kanal natürlich publizieren werde. Das ist einfach jetzt nur mal eine Information, was hier momentan gerade so abgeht. Ja. Gut, wie gesagt, 17 Tage Verlängerung. Wir freuen uns natürlich nicht, denn ja, was willst du machen? Also wir sitzen wirklich zu Hause, ne? Und das sind halt so diese bekloppten Sachen. Ich kriege sehr viele Notizen unter meine Videos in diesen Kommentarfunktionen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ob ich die nächsten 2 Tage, also wir haben heute Dienstag, ich denke mir Donnerstag, ob ich Donnerstag, könnt ihr auch gerne schreiben, einen Livestream mal versuche zu produzieren, also live zu gehen, abends 18 Uhr, 19 Uhr ist hier mittags 12 oder 1. Und da könnt ihr mir Fragen stellen oder könnt mir vorher schon Fragen schicken, die ich dann im Stream beantworten kann. Der Grund ist einfach der, ich bekomme mittlerweile so viele Anfragen von Leuten, die meine Videos entdeckt haben, Gott sei Dank, ja, die wissen wollen, wie sieht es aus in Bahia Hiebe, die wissen wollen, wie sieht es aus im Land, also die weniger was mit der Taucherei zu tun haben, sondern allgemeine Fragen stellen. Und da denke ich mir, ist ein Livestream eigentlich das beste Mittel, um da in aller Ruhe und Gelassenheit gewisse Dinge zu beantworten. Also wenn da Interesse besteht, schreibt da mal kurz runter in die Kommentare. Ich plane das mal für übermorgen, also für den Donnerstag, sofern das Internet geht. Das ist ja immer so mein Punkt. Ich hatte ja 2 Tage kein Internet, da waren die da, dann hatte ich wieder einen Tag kein Internet. Es ist also hier ein Kommen und ein Gehen. Und ich hoffe, dass das im Grunde genommen dann am Donnerstag alles klappt und funktioniert. So, somit habt ihr wieder mal die aktuellsten, neuesten Informationen aus dem Paradies ohne Touristen, wie ich immer so schön sage. Und ich wünsche euch in diesem Falle noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.